Oberhalb von Flims ist der Fels in Bewegung. Die Gemeinde hat darum Wanderweg sperren. Ein Brocken ist besonders absturzgefährdet. Das ist der Felsblock am Flimserstein, der der Gemeinde am meisten Sorgen macht. Diese Woche ist er gekippt und rutscht pro Tag 40 bis 50 cm. Seit einer Woche kommt der Bauamtsleiter Marco Maranta täglich Alarmmeldungen über. Das waren halt die starken Niederschläge in den letzten Monaten, wo halt der Fels wieder beschleunigt haben. Es hat etwa 3 bis 4 Meter bis zur effektiven Abbruchkante. Wenn er so natürlich weiterrutscht, dann ist er vielleicht in 10 Tagen unten. Beobachtet und gemeint der Flimserstein schon seit 2007. In den letzten Tagen hat sich die Situation zugespitzt. Der Fels hat sich immer schneller bewegen. Darum hat die Gemeinde die Wanderwege sperren. Bis jetzt sei die Situation aber nicht gefährlich für Menschen und Häuser.